So, ich lasse euch ja an meinem Aquariumprojekt teilhaben. Aquariumprojekt ist jetzt 10 Monate am Laufen. Also ich habe Vorgängervideos, wo ihr seht, wie das alles vorher aussah. Und ich lerne ja mit euch. Insofern möchte ich heute was zum Thema Pflanzen sagen. Ich habe hier drunter unter dem Kies Vulcano. Lavagestein, aber scheint nicht so zu helfen, wie ich gehofft habe, weil meine Pflanzen extrem schwächeln. Zeige es euch mal ein bisschen. Also A sind da ganz feine Algen drauf, aber sie werden gelb, sie werden durchsichtig. Der hält sich eigentlich noch ganz wacker, der da in der Mitte da hinten. Weil der sich eigentlich so gut gehalten hat, habe ich da ins Eck auch nochmal eingekauft. Dann seht ihr aber, der kriegt braune Stellen. Hier ein ganz arg armes Würstchen. Das sah vor 2, 3 Wochen noch schön aus, aber jetzt nicht mehr. Und der da hinten, der hat es bei mir gar nicht gefallen. Die sah am Anfang toll aus und ist plötzlich in sich zusammengefallen. Das kann ich noch zeigen. Hier so ein bisschen gelb in dem Schwimmpflanzenbereich. Ja, was habe ich alles probiert? Da habe ich noch so ein paar kleine gesetzt. Dann gab es noch eine von der. Die sah total gut aus, viel größer als die. Und dann habe ich irgendwas reingegeben und pff, innerhalb von 2 Tagen war sie kaputt. Also irgendwas stimmt nicht im Staate-Aquarium. Und es geht auch 2 Aquariumbewohnern schlecht. Und zwar geht schlecht dem Störwels, der sich jetzt hier nicht zeigen will. Der ist ganz dunkel. Schlecht geht's auch dem Hexenwels. Der ist ebenfalls sehr, sehr dunkel. Aber schon seit mehreren Wochen. Sie leben noch. Ich sehe nichts anderes. Aber mir hat jemand gesagt oder geschrieben, das liegt halt, dass sie sich nicht wohlfühlen. Also irgendwas an meiner Wasserqualität stimmt nicht. Ich habe mir jetzt extra so ein Tröpfchen Koffer gekauft. Ich finde den falschen Fehler nicht. Nitrat, Nitrit, vollkommen in Ordnung. pH ein bisschen niedrig, Carbonhärte durchschnittlich, was noch? Kupfer, ich hatte mal mit Escher behandelt, Kupfergehalt null im Wasser. Ja, und Eisen auch null, Ammoniak auch fast nichts. Eisen. Ne? Das heißt, es liegt sicherlich auch an meiner Art der Düngung. Düngung hat mir am Anfang jemand was Verkehrtes erzählt, wie so immer im Fachgeschäft, und hat mir das dazu kommen lassen. Als ich das dann rein habe, sind mir gleich die Gubbis gestorben. Wobei da eben halt auch drin steht, was da alles drin ist. Da ist Phosphat drin, Nitrit, Ammoniak, Ammonium. Also weiß nicht, warum man das da ins Aquarium tut. Jedenfalls habe ich das dann nicht mehr getan. Dann habe ich mich beschwert. Daraufhin hat er mir jetzt das hier gegeben. Da ist jetzt eigentlich nur Eisen und Nährstoffe drin. Da soll man 5 Pumpstöße auf 200 Liter oder 5 Pumpstöße auf sogar 100 Liter. Ich habe immer mal wieder, also was heißt immer mal wieder, ich habe nach dem Wasserwechseln, jetzt die letzten 3 Wasserwechseln, einen Pumpstoß rein. Und danach geht es, wenn ich nicht ausreichend belüfte, den Gubbis ganz, ganz schlecht. Und ich weiß nicht, ob sie es euch jetzt produzieren hier. Ich habe das heute früh rein. Diese 2 hübschen sieht man normalerweise nicht so deutlich. Und die gehen eigentlich die ganze Zeit jetzt schon Wand auf, Wand ab. Also irgendwas passt mit dem Wasser nicht, aber ich habe schon gemessen. Ich krieg nicht her, was es ist. Es gefällt denen 2 jedenfalls nicht. Allen anderen, sie sind in der Mitte des Beckens, also manchmal schwimmen die ja, also wie ich es reingegeben habe, waren alle Gubbidamen oben. Aber jetzt schwimmen alle ganz normal rum. Nur diesen 2 Welsen
gefällt es nicht. Insofern, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Chemiker, ich weiß, dass ich jetzt regelmäßig einen Dünger reintun muss, damit es mit den Pflanzen klappt. Ich verstehe die Feinabstimmung der ganzen Werte zugegebenermaßen nicht. Also auch die Streifen waren immer vollkommen unauffällig und die Sachen, die ich jetzt getestet habe, waren mit dem Tröpfchentest waren auch unauffällig. Es sieht das Becken für mich auch unauffällig aus. Die Fische verhalten sich auch unauffällig. Aber wenn ich, wie gesagt, was Dünger rein tue, dann mögen das die Gubbis nicht. Und ich weiß nicht, warum es ausgerechnet die Gubbis nicht mögen. Aber sobald ich was rein tue, schwimmen die an der Oberfläche. Also es gibt dann anscheinend irgendwelche chemischen Prozesse. Und wie gesagt, wenn das jetzt bis morgen nicht aufhört, das rauf und runter hier, was ihr da seht, dann muss ich vielleicht doch nochmal Wasser wechseln. Ich weiß es nicht. Macht mir Sorgen. Also die zwei machen mir Sorgen. Und der dunkle Störwels, den ihr jetzt nicht sehen könnt. Warum will er sich denn nicht zeigen, der Gute? Sieht man nicht. Mit viel Fantasie sieht man. Und da hinten. Aber wie gesagt, er ist ziemlich dunkel und anders als früher auch nicht mehr sehr lebhaft. I don't know. Also, wenn jemand Tipps hat, da habe ich Eichenblätter drin, zur Desinfektion, falls es doch eine Erkrankung ist. Also, wenn jemand Tipps hat, jederzeit gerne. Wir können alle nur miteinander lernen. Ach ja, und beim Gubbi-Aquarium sieht es auch nicht anders aus, aber das schildere ich mal in einem anderen Video. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss.